Platz der Freien und Hansestadt Hamburg gratuliere ich der Türkischen Republik zum 95. Jahrestag ihrer Gründung. Dabei ist es mir eine besondere Freude, heute hier stellvertretend für den Senat an dieser besonderen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Ich bedanke mich ausdrücklich für die freundliche Einladung. Die Republik Türkei begeht jährlich am 29. Oktober die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Ausrufung der Türkischen Republik durch Mustafa Kemal Atatürk. Mit der Ausrufung hat sich die Türkei zu einem Nationalstaat und gleichzeitig auch zu einem Bindeglied zwischen Europa und Asien entwickelt. Inzwischen ist knapp ein Jahrhundert vergangen. Die Türkei ist heute ein Industrieland mit einer jungen, wachsenden Bevölkerung und einer motivierten Arbeitnehmerschaft. Ein Land, das in einer ganz besonderen Beziehung zur Bundesrepublik Deutschland und auch zur Stadt Hamburg steht. In Deutschland leben knapp 3 Millionen türkischstämmige Menschen. Sie sind damit die größte Gruppe von ausländischen Staatsangehörigen sowie von Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land. Wie unser Bundespräsident es beim Staatsakt-Empfang des türkischen Präsidenten am 28. September 2018 zutreffend gesagt hat, sind wir unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu großem Dank verpflichtet. Denn die wirtschaftliche Entwicklung, der wirtschaftliche Aufstieg unseres Landes ist eng an diejenigen geknüpft, die wir seinerzeit, und die Generalkonsulin sagt es gerade, die wir seinerzeit als Gastarbeiter gebeten haben, hier bei uns zu arbeiten und die über viele Jahrzehnte zum Wohlstand unserer Gesellschaft beigetragen haben und das auch heute noch tun. Das gilt ganz besonders für Hamburg. Hier leben rund 92.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Das sind 5% der Gesamtbevölkerung. Davon besitzen 44.000 die türkische Staatsangehörigkeit und 48.000 entweder die doppelte oder die deutsche Staatsangehörigkeit. Gerade deswegen ist es von besonderer Bedeutung, dass es schon seit so langer Zeit ein türkisches Generalkonsulat in Hamburg gibt, mit dem wir in einem engen Austausch stehen und das sich in vielfältiger Weise in die Hamburger Gesellschaft einbringt und die Beziehungen zwischen Hamburg und der Türkei mit sehr viel persönlichem Engagement fördert. Und es sind diese persönlichen Kontakte und freundschaftlichen Verbindungen, die wir für unsere Beziehung sehr intensiv pflegen sollten. Und ich erinnere mich heute an die 80er Jahre, als ich als Schüler in einer Fabrik gearbeitet habe und meine Nachtschichten zusammen mit einem türkischen Kollegen verbracht habe. Herr Ruller war sein Name. Und er hat mir in diesen Stunden erzählt von sich, von seinem Land, von seiner Religion, von der Art und Weise, wie er über Deutschland denkt. Und ich bin auch froh, dass mein Sohn die Gelegenheit hatte, im Jahr 2015 als Gitarrist einer Schulrockband, die einen Austausch mit einer türkischen Band gewonnen hatte, dass mein Sohn die Gelegenheit hatte, mal 10 Tage in Izmir zu verbringen und seinerseits dort lernen konnte, wie die Türkei ein bisschen ist und wie man über die Türkei, über Deutschland denkt. Diese persönlichen Kontakte, die sind es, die eine Beziehung in jeder Weise ausmachen und prägen. Diese Beziehungen sind ein Schatz und wir dürfen nicht zulassen, dass sie beschädigt werden. Auch wenn Deutschland am Ende von der UEFA, der Europäischen Fußballorganisation, als Austragungsort, als Austragungsland gewählt worden ist, die Türkei hat nicht nur eine anerkennenswerte Bewerbung vorgelegt, sondern sie war im gesamten Verfahren stets ein fairer Konkurrent und Partner. Vorbildlich im Sport und vorbildlich auch über den Sport hinaus. Deshalb lade ich Sie heute schon, 6 Jahre vorher, herzlich ein, die Spiele der Europameisterschaft 2024 hier in Hamburg zu genießen. Deutschland als Gastgeber ist gesetzt für dieses Turnier, aber bei der Fußballbegeisterung in der Türkei wäre es mehr als zu wünschen, dass die Türkei sich für dieses Turnier qualifiziert. Die Sportbegeisterung der türkischstämmigen Hamburgerinnen und Hamburger, die haben wir hier zuletzt erlebt vor wenigen Wochen bei der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft. Wir freuen uns auf jeden Fall heute schon auf Sie im Jahr 2024. Ich persönlich würde mich auch sehr freuen, als jemand, der für den Sport sein Herz hat, wenn sich die Türkei nochmals für die Ausrichtung
einer weltweit beachteten Fußballmeisterschaft bewerben würde. Dafür steht Hamburg als Partner sehr gern zur Verfügung. Meine Damen und Herren, die Freie Hansestadt Hamburg ist eng mit der Türkei verbunden. Über vielfältige menschliche und persönliche Beziehungen, über wirtschaftliche Verbindungen, über Hochschulkontakte, den Sport und vieles andere mehr. Auf diese historisch gewachsene freundschaftliche Verbundenheit zur türkischen Nation setzen wir auch in Zukunft. Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, meine Damen und Herren, in Beziehungen zwischen Staaten und Nationen ist es manchmal wie in Beziehungen zwischen Menschen. Es gibt gute